lösen jetzt meinen Geburtstagsgutschein ein und mache eine Madeiro-Massage. Madeiro soll dich auseinandernehmen. Ich habe überhaupt gar keine Ahnung, was es ist. Ich habe auch wirklich extra nicht gegoogelt, um da unvoreingenommen reinzugehen. Und ich hoffe, das ist entspannt. Nicht, dass sie da irgendwie so ein kleines, so ein Rachefeldzug vorgenommen hat. Ich habe keine Ahnung. Let's go. Jetzt wird schön massiert. Was habt ihr vor? Ja, nix. Sein Geburtstagsgutschein, eine Madeiro. Ja, das machen wir. Ja. Kannst du mal erklären, wie das alles funktioniert? Die lacht schon nicht. Nein, gar nicht, komm. Ganz miese Pläne gemacht. Komm, überhaupt nicht. Boah, das ist ein bisschen lesen, gell? Quatsch. Noch nie gemacht, gell? Nein. Überraschung, genau. Ganz entspannt, wirklich. Ich schwöre dir, ein Teufel. Wenn du nicht die Tochter von Lucifer höchstpersönlich bist. Auf jeden Fall habe ich auch tätowiert. Wenn du in die Kirche gehst, dann raucht es Weihwasser. Fängt es an zu rauchen. Komm, leg dich mal. So eine siehst du. Madeiro-Therapie heißt das. Massage oder Therapie? Therapie. Madeiro-Therapie. Was guckst du denn so da jetzt hier die ganze Zeit? Ja, du willst schon, dass was passiert, irgendwas. Das wird. Nein, Männer tut das nicht. Nein, da glaubst du, kennst du mich auch. Ist auch durchtrainiert. Ach, das geht ja. Geht, oder? Ja. Aber das ist tatsächlich sehr, sehr gut gerade, weil ich da Muskelprobleme habe. Ja, geht noch ein bisschen. Geht noch ein bisschen. Aber ich glaube, du übernimmst. Du kannst das bestimmt. Ja, genau. Siehst du aus der Hölle. Anderes Bein machst du? Guck mal, aus der Hölle, wie sie ihren Joghurt frisst. Aber es ist gut, Mann. Ja, wenn du Sport machst. Das ist sehr gut. Ich schenke dir nur schöne Sachen zum Geburtstag. Ich werde hier als Idiot dargestellt in den Videos und als Bösewicht. Wie oft muss man das jetzt machen? Es kommt immer drauf an. Wenn man was verändern will, dann schon 2 bis 3 Mal die Woche. Wenn man sich was Gutes tun will, kann man das wirklich selbst entscheiden. Die meisten kommen so alle 2 Wochen. Tami, ich würde sagen, dass du dir mal deinen Schädel mit Madeiro machst. Ich habe Gesicht gemacht. Nee, dein Kopf. Ja. Denn du hast es am Kopf. Guck mal, du kriegst dir Massage und bist frech. Aber das ist gut. Du freches Stück. Ja, Arme macht dir auch. Warum nimmst du das nicht auf, diese teuflische Art und Weise? Habe ich ja schon. Dein Kaffee steht hier oben, ja? Den würde ich nicht trinken, glaub mir. Wie lange geht so eine Behandlung? 45 bis 60 Minuten. Tami, lass mich in Ruhe, Mann. Zeig. Miese Kreatur. Sonst filme ich das. Du sollst mich in Ruhe lassen, miese Tami. Tu mich doch in Ruhe. Tut's nicht weh? Nee. Nee, guck mal, wie der durchtrinken ist. Jetzt gibt dem nicht noch so, der feiert es. Weißt du, der macht mich die ganze Woche dann und die hat gesagt, ich muss mal durchtrainieren. Das ist was für Sportler, die Therapie, also nichts für normale Leute. Das machen nur Hochleistungssportler. Also ich. Und ich sitze hier jede Woche. Nee, mindestens 3 Minuten. Bei Hochleistungssportler sage ich was ganz klar. Du? Komm, ich guck mal, da wirst du. Merkst du, gell? Jetzt werde ich auch noch angegriffen. Das riecht nach Honig. Ist da Honig drin? Nee. Oder ist das pures Öl? Ist nur Öl, ja. Es riecht nach Honig. Vielleicht von den Bonbons, da wir haben so Honigbonbons. Ja, die Manuka-Honig. Manuka-Honig, darfst du nicht essen, das darfst du nur mal so ein bisschen. Ich hab die, hier sind Bonbons, ich will die nicht. Ja, ich meine, Manuka-Honig ist nicht zum Konsum gedacht. Honigfasten mit natürlich sehr hochwertigem Honig, wo du aber auch so ein bisschen den Hunger stillen kannst tatsächlich. Ja, ich hab keinen Hunger gestillt. Ja, weil du Manuka-Honig isst, Mann, das darfst du nicht einfach so konsumieren. Okay, sorry. Boah, das ist krass. Tut's weh? Nee. Ich muss ganz ehrlich sagen, sie ist halt auch Profi. Nicht so wie du. Tami kann das bestimmt auch so gut. Tami macht das nicht. Ja, klar. Nee, Tami, die macht es dann so mit Gewalt und guckt mir dabei in die Augen so. Nein. Um zu schauen, was passiert. Ja, kann man doch auch, gell? Bist du doof oder was? Einmal nur hoch und runter. Doch, ich krieg's schon hin. Guck dir die mich an. Ich wusste es. Tut's weh? Nee. Dem wird Bauch unangenehm werden. Tut nicht weh. Ich hasse eh Bauch. Also ich mag es nicht, wenn man nicht mal Bauch anfasst. Ja. Ah, Alter. Ja. Tat's weh? Ein bisschen, ja. Ja, das Teil ist auch für dich unangenehmste. Diese locker. Tut weh? Tut mir leid. Sollte dir auch nicht weh tun. Tami schenkt dir ein Tattoo. Du mir? Ja. Du darfst aber nichts nehmen. Auf jeden Fall. Nee. Ich schenk dir ein Tattoo. Von wem? Vom Franz. Da bin ich sehr eigen. Ich schenke dir ein Tattoo vom Franz. Als Stelle suche ich aus. Und ich suche die Stelle nein. aus. Und ich. Ja, okay. Ich suche die Stelle aber aus. Wo denn? Nix hier im Gesicht. Nein, ich mache auch nicht. Hals oder so. Nee, Hand auch nicht. Oberschenkel, Innenseiten, in der Höhe der Kniekehle. Hier. Ja. Das mache ich. Oder Seite. Oder hier. Bauch, oder Bauch. Du ziehst es mit dem Tattoo durch, ohne illegale Schmerzmittel zu konsumieren, die man so ohne ärztliches Attest überhaupt nicht bekommt. Ja, was soll es werden? Also ich schenke ihr... Motiv darfst du auch aussuchen, aber ich will mit Mitspracherecht haben.
Sie hat mir zum Geburtstag jetzt das geschenkt. Ich schenke ihr jetzt ein Tattoo bei meinem Kumpel Franz. Ich darf entscheiden, wo es tätowiert wird. Ich habe schon 3 Stellen genannt. Und zu 50%, was tätowiert wird. Und die Stellen sind die Kniekehle, Oberkörperseite und Bauch. Also das sind Stellen, die auch wehtun, ne? Und vor allem, darf sie keine illegalen, vom Arzt zu verschreibenden Schmerzmittel konsumieren, wie gewohnt. Ja, ja? Machen wir. Das wird bestimmt ein APT-Logo. Ja. So ein Scheiß sagt die. Guck mal. Nee, 50% Mitspracherecht. Sie sagt so ein Scheiß, guck mal. Mit 3 E's. Nein. Guck mal, sie ist das fitteste Mädchen rundherum. Von allen ihren Freundinnen bekannt. Und die sagt so ein Scheiß. Sag doch mal. Keine, das ist ein Logo tätowiert lassen hier. Die sagt zu mir, dass ich scheiße bin. Danke. Hab ich gar nicht gesagt. Das, was ich tue, scheiße ist. Hab ich gar nicht gesagt. Hat sie gesagt. Mach mal bitte fest. Oder? Unglaublich. Naja. Gib mal dein Glas her, jetzt kommen die Arme. Okay. Konzentrier dich jetzt mal ein bisschen. Ja, ich hab schon brutale Arme. Auch in dem Öl, das sieht super aus. Warte, ich muss meine sehr teure Uhr kurz ablegen. Oh, die sieht super, das ist super, ja? Willst du die mal anprobieren? Nein. Nee. Ich leg's dir hier hin. Die traue ich nicht. Ach so, na dann. Bis du da durchkommst, guck mal mit der Tabi. Der ist halt klar nach hinten losgegangen. Aber es soll ja nicht wehtun, soll ja gut tun. Ja, tut's auch, ist echt gut. Q hat ungefähr schon seinen 3. Liter Kaffee drin. Ja. Warte, wenn du es nicht durchziehst, krieg ich ein Tattoo, Größe und Stelle, wo ich das bin. Von meinem Tätowierer. Nein, auf gar keinen Fall, der kann doch nichts, wie man sieht. Was bist du noch für ein freches Stück? Ja, okay, ich zieh's durch. Okay. Aber Motiv such ich mir selber aus. Was willst du machen? Irgendwas Böses, irgendwas so schädelmäßig. Das muss ja zum Rest passen. Schädelmäßig? Kann dir sowas. Ja, sehr gut sogar. Ey, es macht mich voll müde, Mann. Deswegen halt doch einmal die Klappe. Einmal ein bisschen hoch. Weh? Jawohl, ein bisschen fester sein. Komm schon. Dem tut es weh, der Lüge. Nein. Gleich. Es tut nicht weh, es kitzelt tatsächlich, deswegen. Ich muss ein bisschen lachen und schreien. Wie, ey, guck mal, Mann, die fuckt es ab, einfach, dass ich keine Schmerzen habe. Bauch? Yes. Das ist eh nett. Ich will auch einmal über den Bauch drüber mit dem Nein. Hals. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Du machst nicht Doch. Nichts am Bauch. Du kannst mich dann auch einmal kurz tätowieren. Du kannst mich mal am Arsch lecken. Nein. Ganz bestimmt nicht. Weißt du, was du hier tätowieren kannst? Was? Dein legendäres Tattoo. Ja! 0G9. 0G9. 0, 6 verkehrt rum, 9. Hat er sich damals selbst gestochen. Ja, dumm. Das sieht man mal, glaube ich, nicht mehr. Nein, das ist hier auf der Seite. Übergestochen. Jetzt machen wir es so. Jetzt machen wir einen Ultraschall. Die sieht aber echt aus, als wäre es um 4. Monat. Bisschen Bauch mehr trainieren, ne? Hm? Nicht nur Bizeps. Ah! Jawoll. Nee, ich war gerade wie sagt man? Unvorbereitet. Ich denke mir so, was ist das denn? Aber ich mag das nicht. Ich ist mir egal, musst du durch. Ja, aber ich mag es wirklich. Ist mir trotzdem egal. Ich mag das nicht. Ist mir egal. Das finde ich überhaupt nicht gut. Nee, das macht keinen Sinn. Finde ich nicht so gut, um ehrlich zu sein. Wenn die Tamara das nächste Mal herkommt, ich möchte, dass du das bei ihr auch so machst. So schon so fest und hart. Haben wir immer. Bei dir ist erstes Mal noch schonend. Siehst du? Noch schonend. Wie fest? Aber willst du wissen, wie fest sie es macht? Was willst du denn wissen? Machst du es bei ihr genauso wie bei mir jetzt gerade von deinem Körper? Siehst du, bei mir macht sie es genauso wie bei dir. Und du machst es schon monatelang. Ich mach's das erste Mal. Ich heule aber nicht so rum wie du. Ich heule auch nicht rum. Nein. Heul ich rum? Bisschen. Wann denn? Doch, schon ein bisschen. Nein. Doch. So, Bauch ist fertig. Ja. Was kommt jetzt? Fertig oder was? Nein. Du. Ernsthaft? Nein, das mache ich nicht mit. Aber Oberschenkelrückseiten, oder? So was, ja. Siehst du? Ich kenne mich aus. Also für alle, die wissen möchten, was das für ein Öl ist, Helianthus anus. Hier steht alle unter einer Decke. Ex auf dem Arsch. Miese Kameraden. Ich hab da ja wohl. Tut weh, ja? Was hast du gesagt? Bist du auch müde dabei?
Erstmal bist du sehr müde, heute Abend wirst du schlafen. Ist das, weil das Blut dann besser fließen kann, oder warum? Also es ist alles eigentlich auch vom Blut, von der Durchblutung, die ist sehr schnell und der Körper arbeitet noch schon lang danach. Jetzt mach ich so müde, scheiße, ich fall gleich um. Machst du jetzt auch die Drücke? Ja. Oh. Schon anstrengend, ne? Eine Stunde Augen zu machen. Ne? Bei so, die Schultern, oder? Ja, bei Männern ist es nochmal anders, weil du nicht so viel am Po machst wie bei den Frauen. Ja, und Frauen haben ja mehr Fettanteil, das ist wahrscheinlich ein bisschen einfacher. Ah, viel einfacher, weil, ja. Weil du hast ja nicht so viel Widerstand. Genau, bei ihm hast du echt Widerstand. Bist du noch wach? Klar. Alter, ich schlaf gleich ein, Mann. Krass, richtig krass. Dank meiner Neugier habe ich das in Anspruch genommen. Also, das ist unglaublich. Als Fitnessprofi muss man natürlich alles ausprobieren. Und. Hör auf, ich schwör's dir. Was soll ich sagen? Er war doch gerade dabei. Ich sag Dankeschön, dass du mir das zum Geschenk gemacht hast. Madeiro. Gerne. Zum Geburtstagsgeschenk. Wie war's? Es war sehr gut. Machst du es nochmal? Ich hab, es war sehr gut, weil ich es auch zugelassen habe. Ja, jetzt kann ich. Geh. Auf jeden Fall muss man sagen, war richtig gut. Richtig, richtig gut. Kann ich nur weiterempfehlen. Wo sollen wir das einblenden? Unten in der Beschreibung vom Video zeigen wir, wo ihr euch da melden müsst. Und dann machst du auch mal Madeiro-Therapie. Brutal.